und hat eine elliptische Bahn eingeschlagen. Denn dieser Planet hier hat anscheinend seine eigene Anziehungskraft. Und er fliegt. Nein, und der Planet zerstört mir auch noch gut. Na komm, triffst du jetzt auf die Roten? Ja, du wächst die Roten auf, sehr schön. Dann müssen wir die hier mal so ein bisschen runterschütteln. Und einfach hoffen, dass die hier irgendwann mal dran treffen. Ah, der erste hat getroffen. Und da kommen die nächsten. Der Treffer war nicht so toll. Und da kommt der nächste. Wow, der fliegt aber ziemlich weit außen rum. Ja, toll. Hängt euch doch alle... Ja, wunderbar. Ja, wir machen hier so eine richtig schöne Blume draus. Na, wir müssen ja nicht versuchen, das Teil hier im Endeffekt auszulösen oder so, ne? Nein, nein. Oh, das war doch knapp. Da. Ah, noch einen, oder? Nein, das hat gereicht. Jetzt muss ich nur noch die Grünen darunter kriegen. Sollte ja nicht ganz so schwierig sein, hoffe ich mal. Uah, lassen wir einfach alle hier rumfliegen. Es sieht so schön aus. Wir haben eh gleich mehr als genug gesammelt. Na, einer fliegt noch rum. Komm, dich will ich noch haben. Komm schon. Ah, da ist noch einer. Starten. Feuer frei. Uah. Nein, du hättest dich noch festhalten müssen. Ah, gelandet. Und wieder losgelassen. Na, da ist ja eine grüne und da ist der andere grüne. Uah, beide aufeinander. 9 von 6 gesammelt. Uah. Keine leichte Aufgabe das hier, aber das ist... Ah, Physikrätsel, Physik-Engine ist einfach toll. Episch, genial, klasse. Wow, awesome, great. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Gut. Straßenbau. Tech-Support. Wir haben Farben, 256 an der Zahl. Und wir haben neue Gusteine. Ganz viele Gusteine. Was sagt der Schildermaler dazu? Alles ist mit Stereosound und Hunderten von Farben erfüllt. Das simulierte Wasser plätschert über die Trümmer der Datenautobahn. Der reisende virtuelle Schildermaler. Haben wir noch ein Schild? Nein, haben wir nicht. Das ist eine tolle Aufgabe. Wir können nämlich diese Gus aufheben und wir können die... je nachdem, wo wir sie aufheben, drehen die sich auch. Und wir möchten hier natürlich was Schönes aufbauen. So. Sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern ganz genau so ist es nämlich. Ein mittleres Podest bauen wir uns hier auf. Worüber wir dann hier die Gus drüber legen können. Denn dadurch können wir viel, viel mehr sammeln, als gefordert sind. Nur das dauert natürlich auch seine Zeit. Und wir haben ja auch nicht ewig viele zur Verfügung. Ups. So. Deswegen bauen wir erstmal hier nur die viereckigen hoch. Ja, ganz vorsichtig ablegen. Ganz vorsichtig ablegen. Wow, nein, nicht rumfliegen da. Sonst fängt das irgendwann an zu schwanken und das wollen wir doch nicht. Ganz vorsichtig. Ja, ja. Oh, gut. Einen machen wir noch drauf. Oh, 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 oh. So. Und... Na ja, auf dich zu bewegen. So. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir da vielleicht so halbwegs schon schön rüberarbeiten können. Oh, wieder normale Gus, normale Farben. Check me. Nein. Wir müssen nämlich die schwarzen sammeln. Zack, abgestützt. Ey. Na toll. Da ist die Fliege einfach dazwischen geflogen. Oh oh. Der Turm kippt so ein bisschen. Wackelt so ein bisschen. Aber es müsste jetzt gleich wieder im Gleichgewicht sein. Ja, das ist im Gleichgewicht. Das ist perfekt hier, was wir machen.
Oh oh. So. Und alle rein damit euch. Ja, alle rein. Alle rein. Alle rein. Ja, alle sind drinne. Jetzt will ich nur noch was probieren. Kann ich die hier auch sammeln lassen? Nö. Okay. Endlich fangen wieder die leichten Aufgaben an. Yay! 45 Moves habe ich gebraucht. Move it. Oh, move it. Mom's Cookies. Windows. Visit Mom. Elegantes Versagen. Klasse. Freigeschaltet. Ich will aber nicht versagen. Ich will gewinnen. Oh nein. Oh nein. Das ist wohl die allerschlimmste Aufgabe im ganzen Spiel. Dieser Stutzen scheint blockiert zu sein. LOL! Ruffelmüffelöff! Wer hat das gewusst? Anwender wanderten auf der Datenautobahn herum und suchten so nach offenen Ports, um unbefugten Zugang zu erhalten. Aber manchmal war es eine Falle. Der virtuelle Schildermaler. Ja, ihr seht schon. Die hier, diese kleinen Daten, Goose, die wollen wir ja, da unten bringen. Und dafür müssen wir diesen Turm abreißen. So in etwa. Und ihr versteht, glaube ich, auch schon, wo jetzt gleich die Schwierigkeit dann da drin liegt, oder? Oh, weg damit, weg damit. Wenn ich mich jetzt einreiße, dann fällt mir der seitwärts. Aber der Teil muss gerade runterkommen. Deswegen machen wir erstmal dich weg. Machen wir dich weg. Machen wir dich weg. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ja, das sieht doch schon mal relativ sehr gut aus, wie es eben gerade läuft. So, weg damit. Weg damit. Du kannst weg. Du kannst weg. Und du kannst weg. Oh, oh. So. Da reinrutschen lassen. Weg damit. Oh, wir haben sie, wir haben sie. Ich habe es direkt beim ersten Mal geschafft. Ist das schön. Ich habe diese Aufgabe damals gehasst. Weil die so nicht leicht ist. Aber diesmal habe ich alles geschafft. Sofort, instant. Auf der Stelle. Man könnte auch behaupten, ich habe einen Run. Aber man könnte es auch nur behaupten. Continue. Ich habe wieder die Qual. Ich habe wieder die Qual der Wahl. Und hier droppelt alles rum. Die Serverfarm oder Alice und Bob und der Dritte. Alice und Bob und der Dritte. Jemand hört zu. Da oben wird gechattet. Iconic Crusader 13 und Cosmic Girl sind virtuelle Kumpel und chatten im Chatroom Number 5. Worüber sie wohl reden? Der Schildermaler. Ein altes elektronisches Überwachungssystem. Es wurde vor langer Zeit gebaut, um die Kommunikation zwischen Autobahnbanditen zu überwachen. Ach, immer diese Autobahnbanditen. Es war schwer zu wissen, wer ein Bandit ist und wer nicht. Sicherheitshalber sollte man alle überwachen. Ob es wohl noch funktioniert? Der virtuelle Schildermaler hört mit. Okay, wir müssen... Ja, toll. Schon mal hier nach unten bauen. So. Und wir müssen... hier einen Weg nach unten bauen, so dass meine kleinen Goose auch wirklich unten ankommen, wenn ich die dann gleich stoppe. Weil ich hier noch was drauf baue. Hm, wie macht man das am schönsten? Sollte nicht allzu schwer sein. Nein! Es sollte doch schwer sein. Wir müssen den hier da drauflegen. Uns den hier auch noch mopsen. Ja, kannst du ruhig in die Richtung erstmal umfallen, das ist nicht weiter schlimm. So. Nein, da ist der erste Grüne. Wo kommst du denn her? Was willst du hier? Das war knapp. Du hast hier noch nichts zu suchen, Kollege. Ich sollte dich eigentlich auch noch nicht irgendwie abgefangen haben oder sowas. Das mache ich erst gleich.
Ich habe schon wieder außen zwei kaputt gemacht. Verdammte Axt. Das darf mir nicht passieren, sowas. Ich glaube, das mache ich nochmal rückgängig. Und das mache ich auch nochmal rückgängig. Ja, dann sind hier unten nämlich mehr. Weil wenn die hier nämlich die Seiten berühren, dann macht's BAM! Und sie explodieren. Und das will ich ja nicht. Ganz vorsichtig arbeiten. Ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Gut. Ich brauche hier jeden Einzelnen. Oder fast jeden Einzelnen. Ah, du müsstest noch so. So, dann sieht das Ganze etwas besser auch aus. Und ihr fliegt auch nicht hin und her, sondern kommt dann da unten ran. Ja, wir halten schon fast die auf. Aber nur fast. So, den letzten. Dann wollen wir doch mal hier das Chatgespräch unterbrechen. Oh, da werden wir viele sammeln. Ganz, ganz viele werden wir sammeln. Das funktioniert. Das ganze System funktioniert so, wie es soll. Ist das schön. Da ist einer hängen geblieben. Und hier sind auch noch mal zwei hängen geblieben. Drei sogar. Egal, die schubsen wir einfach hinterher. So, hier oben sind keine mehr unterwegs. Oh, wir können viel, viel mehr als 30 sammeln. Dann machen wir auch. Na, kommt. Geh da runter. Geh da runter. Geh da rein. So. Und OCD erhalten. Es war wieder ein Sammel-OCD. Ich habe alle gesammelt. ...30 war das Ziel, 43 habe ich geholt, 42 waren der OCD. Ist das wieder schön. Oh, ich krieg da ein rotes Fähnchen. Die Serverfarm. CPU-Leistung, ganz billig. Oh, nein. Ich hasse diese Aufgabe. Da ist die Kugel. Da müssen wir hin. Aber das hier ist nicht sicher. Erstmal lesen, was der Schildermaler gefunden hat. Was wohl all diese Server tun, nachdem sie niemand mehr benutzt? Dieser sagt, dass er eine 99,9%ige Stabilitätsgarantie hat. Das ist fast 100%. Der virtuelle Schildermaler. Da steht, es ist Zeit, Mom zu besuchen. Wer ist eigentlich diese Mom? Es wird mal so langsam Zeit, dass wir die besuchen. So, und ihr seht auch schon die Problematik an der ganzen Sache, die wir hierbei haben. Beziehungsweise ihr seht sie gleich richtig. Jetzt seht ihr sie nämlich. Das ganze Dingen hier...